Ich bin jetzt 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages gewesen. Ja, die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten, so wie ich sie auch verstanden habe, ist ein wirklicher Fulltime-Job. Das habe ich immer gerne gemacht und ich glaube auch und bin sicher, dass Robert das genauso machen wird, dass er sich genauso voll einsetzen wird und dass er gute Ergebnisse für die Menschen in Deutschland, aber auch gerade hier in Münster erzielen wird, in Berlin für uns. Ich bin als Schüler schon zur SPD und zu den Jusos gekommen, weil mir Bildungspolitik wichtig war. Gleiche Chancen für alle, dass die Herkunft eines Menschen nicht über seine Zukunft entscheidet, das ist mir ein Herzensanliegen. Seit 2009 sitze ich im Rat der Stadt Münster. Ich weiß, wie wichtig bundespolitische Entscheidungen für unsere Stadt und die Menschen hier sind. Ich will anknüpfen an die gute Arbeit von Christoph Stresser, der immer ein starker Anwalt und eine starke Stimme für Münster in Berlin war. Das ist mir wichtig, da will ich mich einsetzen. Christoph Stresser hat immer eine klare Haltung in politischen Diskussionen gezeigt. Das tut er bis heute. Er hat keine Angst vor Widerspruch, auch in der Diskussion mit dem politischen Gegner. Das ist vorbildhaft, finde ich. Standhaft sein, eine klare Haltung zeigen, das will ich fortführen. Das habe ich gelernt von Christoph Stresser, da will ich weitermachen. Wer Münster als direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag vertritt, der muss sich da einsetzen für die Interessen dieser Stadt. Zum Beispiel, wenn es um mehr bezahlbaren Wohnraum geht oder darum, dass wir die vielen Hochschulen, die wir hier in der Stadt haben, wirklich gut unterstützen, damit es starke Hochschulen sind. Ich habe Robert kennengelernt als jemanden, der erstens zuhören kann, der bereit ist, auch schon einmal vorgefasste Meinungen zu ändern, wenn er davon überzeugt ist, dass es eine bessere gibt. Er steht für eine ganz offene Gesellschaft, er steht für Hinterfragen, er steht für Gleichstellung, er steht insbesondere für eine Bildungspolitik für alle. Die Herkunft eines Kindes darf nicht über seine Zukunft entscheiden. Das vertritt er wirklich überzeugend und deshalb ist er gerade für Münster ein guter und ein richtiger und ein wichtiger Kandidat.